Hallo Etsy-Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute zeige ich euch meine neue Brille und wir machen das Ganze so ein bisschen als ein Review. Vorteile, Nachteile, was in der Box dabei ist und was man an der Brille vielleicht noch einstellen muss. Und Spoiler, da gibt es was, was man dringend einstellen muss, beziehungsweise sollte, wenn man ein schönes Bild haben möchte. Ja, und werde ich auch noch kurz erklären, warum ich mich jetzt für diese Brille hier entschieden habe. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch mal an. Warum habe ich mich jetzt für die Skyzone Sky 04X entschieden? Ja, also Nummer 1, ich wollte eine sehr gute Brille haben. Bin jetzt schon sehr lange mit meiner alten rumgeflogen, die vor 3 Jahren 30 Euro gekostet hat und auch dementsprechend von der Qualität ist. Und ich wollte jetzt nicht wieder irgendwas kaufen, was dann, sagen wir mal, im 200-Euro-Preisbereich ist und dann im Endeffekt auch nicht das Gelbe vom Ei, sondern ich wollte natürlich jetzt wirklich was richtig, richtig Vernünftiges haben. Im Endeffekt so das Beste, was man kriegen kann. Und klar, viel Geld ausgeben macht nie Spaß. Vor allen Dingen, weil hier nochmal satte 95 Euro Zoll drauf kamen, was natürlich nicht so schön ist. Falls ihr euch trotzdem genauso wie ich für diese Brille hier entscheiden solltet, guckt mal in den Link in der Beschreibung. Da habe ich die Brille verlinkt bei Banggood und da könnt ihr die kaufen. Sollte sogar momentan auf Lager sein. Und ja, dann würde ich sagen, warum ist es jetzt die spezifisch geworden? In dem gleichen Preisbereich bzw. im gleichen Leistungsbereich gibt es ja auch noch die Fat Shark HDO 2. Und ja, gegen die habe ich mich entschieden, da die komplett ohne Modul kommt. Auch dass DVR wieder so eine schwierige Angelegenheit ist und auch die Menüführung nicht wirklich toll. Und ja, sagen wir mal so, dass die Probleme brauchte ich nicht, sondern bin ich mit der hier schon sehr zufrieden. Hier ist Modul dabei. Das ist zwar nicht ganz so gut wie das Rapid Fire, was viele dann in die ganzen Fat Shark Brillen einbauen, aber es ist trotzdem sehr gut und vor allen Dingen ist es dabei. Und ja, hier ist auch an sich alles im Endeffekt dabei, was man braucht, bis auf vernünftige Antennen. Ich habe mir jetzt erstmal diese hier gekauft. Das sind Menace Antennen, eine Patch und eine Omni. Und wie ihr schon seht, die Patch ist hier ein bisschen sehr bescheuert montiert. Da muss ich mir auch mal hier so einen 45 Grad Winkeladapter dafür kaufen. Die sind gerade erst angekommen, deswegen habe ich die jetzt erstmal dran gemacht. Habe ich jetzt zumindest überhaupt irgendwelche Antennen, welche dabei sind, zeige ich euch nämlich gleich. Und ja, deswegen ist diese Brille hier genau die richtige für mich gewesen, weil die die beste Auflösung hat, das beste Bild und die besten Funktionen bzw. die einfachste Menüführung und die einfachste Bedienung auch. Ja, und ich habe in einem der letzten Videos gesagt, dass ich oft Probleme mit solchen Brillen hier hatte, beziehungsweise dass ich nie irgendwas gesehen habe. Und ja, das Problem ist, bei der hier habe ich auch nichts gesehen. Ich habe da, ich glaube, eine halbe Stunde oder so reingeguckt, ohne irgendwas zu erkennen, alles doppelt gesehen. Aber irgendwann kam es dann auf einmal. Und jetzt muss ich die nur kurz aufsetzen und sehe alles perfekt. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir mal kurz über die Sachen, die jetzt hier dabei gewesen sind. Und dann würde ich sagen, gehe ich nochmal ein bisschen auf die Brille selbst ein, was sie für Funktionen hat, etc., Verarbeitungsqualität und so weiter. Dann gehen wir raus zum ersten Flug und am Ende kommt noch ein kleines Fazit mit Vor- und Nachteilen. Und ja, falls euch nicht für das interessiert, was jetzt kommt, habe ich auch hier unten diese Timestamps. Das heißt, ihr könnt einfach dahin springen, wo ihr hin wollt. Und wenn ihr nur das Fazit hören wollt, könnt ihr das anhören. So, also diese Tasche ist hier dabei. Ist auch an sich sehr solide. Finde ich an sich schon mal nicht schlecht. Und ja, hier ist die Verpackung von den Antennen noch drin. Und die beiden Abdeckkappen für die SMA-Anschlüsse. Und auch die beiden Antennen, die dabei waren. Und wie man schon sieht, das sind 2 lineare Antennen. Also im Endeffekt kann man hiermit nicht wirklich fliegen, wenn man keine anderen dabei hat. Okay, besser als gar nichts, aber kauft euch einfach richtige Antennen. Das wird das Flugerlebnis definitiv verbessern. Und ja, Problem an dieser Tasche ist nur leider, dass die Brille da kaum reinpasst. Jetzt mit Antennen natürlich absolut gar nicht. Und selbst mit abgeschraubten Antennen muss man die echt schon reindrücken. Also ja, Tasche ist auf jeden Fall ein bisschen klein. Die passt da rein, komplett ohne Antennen, aber nicht wirklich. So, und was mein Plan ist, ich werde mir wahrscheinlich eine größere Tasche kaufen, wo ich das dann so rein platzieren kann. Dann einmal den hier machen kann, den hier. Und die dann so da drin platzieren kann. Am besten noch mit so ein bisschen Zubehör oder so. Aber ja, da muss ich nochmal schauen, ob ich irgendwo eine Tasche finde, die dafür geeignet ist. Aber jetzt ja, werde ich erstmal die hier leider benutzen müssen. Aber besser als gar nichts und die ist dabei. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was sonst noch in der Verpackung ist. Logischerweise habe ich die Brille schon ausgepackt. So, dann haben wir hier natürlich so eine Anleitung in Anführungsstrichen und so ein Service-Ding hier. In der Anleitung wird auch nicht wirklich was erklärt. Hier stehen im Endeffekt nur, was die Knöpfe machen und das nicht mal wirklich ausführlich. Und ja, das war es im Endeffekt schon. Also das ist mehr ein Datenblatt und eine Erklärung, wo was ist, als eine richtige Anleitung. Aber die richtige Anleitung gibt es im Internet, Gott sei Dank. So, dann haben wir hier, ähnlich wie bei der Skyzone Cobra X, auch ein Zubehörbeutelchen. Da habe ich jetzt hier das analoge Kabel,
wo man dann AV-Out auf die ganzen Cinch-Sachen hier machen kann. Dann haben wir hier noch ein Kabel für den Head-Tracker. Also das heißt, man kann bei der Brille das auch so anschließen, dass wenn man den Kopf bewegt, die Kamera, wenn sie auf dem Gimbal ist, sich auch mitbewegt. Und noch dabei ist ein USB-C-Kabel und auch ein Stromversorgungskabel. Das zeige ich euch mal kurz. Und zwar dieses Kabel hier, also von XT60 auf diesen, ich meine, 5 mm runden Anschluss. Und den kann man dann einfach hier unten reinstecken. Und dann kann man die Brille von 2 bis 6S einfach bepowern per XT60. Finde ich mega geil. Ich werde mir wahrscheinlich auch später noch hier für so ein 18650er Halterung kaufen, die dann hier reinkommt. Einfach weil es wahrscheinlich ein bisschen angenehmer ist, nicht immer ein Kabel zur Brille verlaufen zu müssen. Aber so ist das schon mal einwandfrei und man kann es direkt out of the box benutzen und muss nicht noch irgendwas dazu kaufen, weil Flugakkus wird man wohl immer dabei haben und die verbraucht so wenig, dass man da im Endeffekt gefühlt jahrelang durchgucken kann. Ja, und dann haben wir hier noch ein bisschen Restzubehör. Das ist hier die Tasche, wo vorher die Brille hier drin war in dem Case. Dann haben wir hier nochmal diesen Schaumstoff als Gesichtspolster. Bin ich ehrlich gesagt nicht der größte Fan von. Ich finde nicht, dass es so bequem ist. Das Leder ist bequemer, allerdings finde ich das ein bisschen zu dünn, also könnte ein bisschen mehr Polsterung sein, dann wäre das Leder perfekt. Ja, dann ist hier noch die andere Gesichtsplatte dabei und das ist nämlich das Coole, weswegen ich mich jetzt auch unter anderem für die Brille entschieden habe, da diese Gesichtsplatten halt unterschiedlich sein können. Und wie man jetzt hier sieht, ich habe jetzt hier die drauf mit einem engeren Radius, die hier, und die passt perfekt zu meinem Gesicht. Die hier ist leider zu groß vom Radius. Das ist aber die, die ab Werk dran war. Und da sehen wir schon mal die erste Sache und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die Qualität bzw. den Eindruck der Brille ein. So, und wie gesagt, kommen wir jetzt mal kurz auf die Qualität zu sprechen und dann muss ich leider sagen, dass ich da doch etwas enttäuscht bin. Wie man vielleicht sieht, sind hier einige Macken drin und das Lustige ist, das ist die Platte, die wirklich an der Brille drauf war. Und ich habe die Plastikfolie abgemacht, ich habe die Brille nicht mal angefasst, die waren da drin. Also das ist wirklich nicht durch mich passiert oder so. Genauso, wenn wir uns das hier unten angucken, hier beim USB-Anschluss, ich zeige euch einfach mal ein Foto. Das sieht so aus, als wäre die da irgendwie mit Schleifpapier bearbeitet worden und dann nur ganz billig drüber lackiert. Also es sieht nicht so aus, als wäre da jetzt sauber gearbeitet worden. Und ja, ich habe in einigen Bewertungen gelesen, dass das wohl ein Problem bei dieser Farbe sein soll, bei dieser grauen Farbe hier. Dass die wohl an sich so ein paar Probleme mit der Lackierung haben. Leider war das die einzige Farbe, die verfügbar ist. Allerdings habe ich schon eine Idee, wie ich das Ganze hier ein bisschen besser aussehen lasse. Ich habe eine kurzzeitige Idee und ich habe einen langzeitigen Plan. Also falls irgendeiner von euch mir einen BlueRC-Sticker drucken kann oder eine komplette Folierung noch besser, meldet euch auf jeden Fall mal. Aber solange werde ich erstmal was anderes machen, aber dazu kommt dann auch nochmal ein Video. Und ja, an sich, ich weiß es nicht, also die fühlt sich solide an. Die Drehräder, die Knöpfe, das fühlt sich alles solide an, keine Frage. Aber ganz ehrlich, die sieht nicht nach 430 Euro aus. Das sieht wirklich, also ganz ehrlich, es sieht einfach billig aus. Das tut mir leid. Das haben wahrscheinlich die meisten anderen Brillen auch. Allerdings von der Qualität sieht die echt nicht toll aus. Also das finde ich wirklich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich werde hier mit der Lackierung noch ein paar Sachen anfangen, weil das Grau hier ist absolut nicht mein Style. Dann würde ich sagen, kommen wir mal kurz zu den Tasten und Funktionen. Hier rechts haben wir ein Scrollrad, mit dem wir Kanal und Band auswählen können und außerdem durch die Einstellungen später navigieren können. Das hier ist sozusagen der Modus-Taste, also hier können wir dann die Einstellungen starten und dann durch die Menüs rein und raus gehen. Hier haben wir den Power-Knopf. Und auf der anderen Seite, die Taste hier ist zum DVR aufnehmen und die hier ist zum Input wechseln. Und Input kommen wir nämlich auch gleich mal zu. So, und zwar sehen wir hier unten ganz viele Anschlüsse. Also wir haben einmal einen Kopfhörerausgang, das heißt, wenn man mit dem Mikrofon an der Drohne fliegt, kann man sich das anhören. AV, Aus- und Eingang, ist auch ganz praktisch. Kann man also für Aus- und Eingang benutzen, je nachdem, ob gerade ein Bild empfangen wird oder nicht. SD-Karte, HDMI, sehr cool, kann man an den PC anschließen, dazu kommt später noch mehr. Dann haben wir hier DC-In, also wo dann später der XT60 oder was auch immer drankommt. Hier ist dann der Head-Tracker-Out, also wenn man wirklich diese Head-Track-Funktion benutzen möchte. Und hier USB-C zu Updates machen und so ein Kram. Ja, und dann haben wir hier die Verstellung für rechts und links von den Linsen selber. Seht ihr hier, diese Dinger bewegen das dann rechts und links. Ich lasse es jetzt mal lieber so, weil ich schon mal eine Einstellung drin habe. Und das schwarze Drehrädchen ist für den Fokus, das heißt, dann gehen die einzelnen Linsen rein und raus. Und dann haben wir hier noch, seht ihr diese zwei kleinen Öffnungen, die sind für den Lüfter, der hier oben ist. Der pustet dann ein wenig Luft
auf die beiden Linsen, sodass die nicht beschlagen, auch wenn ihr im Winter fliegt oder so. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns noch mal ein paar andere Sachen. Ja, weiterer Vorteil an dem ganzen Design, wir haben jetzt zwei Modulschachte, einmal hier links und einmal auch noch hier rechts. Und es muss natürlich das gleiche Modul sein, man kann jetzt hier nicht ein anderes reinmachen, aber es funktioniert mit zwei, ich habe es sogar schon mal probiert. Also das ist auf jeden Fall drin. Und hier dabei ist das Steady-View-Modul, was ja so gesehen ein bisschen die Antwort von Eachine und Skyzone auf dieses Rapid-Fire ist. Das heißt, kein Diversity in dem Sinne, dass der einfach nur die Antenne mit dem besseren Bild nimmt, sondern der mischt beide Bilder dauerhaft zusammen für ein besseres Bild, bessere Reichweite. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Allerdings kann man das trotzdem in Diversity-Modus umschalten, falls es Probleme geben sollte oder so. Und ja, dann sehen wir hier, wie gesagt, die kleinere Platte für mich, beziehungsweise die, die ein bisschen enger ist. Und ja, das ist leider ein bisschen nicht passend. Also wie wir sehen, gut ist hier dran. Na toll, da habe ich es gerade live beim Abmachen aufgerissen. So viel zum Thema der Qualität. Gut, ich wollte eigentlich nur zeigen, dass das mit Klettverschluss hier dran fest ist, wie man vielleicht sehen kann. Das heißt, das Lederding hier kann man rein theoretisch abnehmen. Problem ist nur, diese Klettverschlussvorlage passt echt nicht gut auf die Brille. Und das Schaumstoffding ist das Problem, das wird direkt draufgeklebt. Das heißt, das kann man gar nicht austauschen. Das heißt, im Endeffekt, der einzige Sinn, dass das der Klettverschluss ist, ist, dass man nochmal Leder als Ersatz kaufen könnte und das drauf machen würde oder so. Weil das, was dabei ist, braucht keinen Klettverschluss. So, und bevor wir fliegen gehen, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar ist das ja eine Brille mit einem OLED-Bildschirm. Das heißt, dass die einzelnen Pixel so gesehen ausgeschaltet und angeschaltet werden können. Problem an der Sache bei dieser Brille hier ist, der größte Vorteil von OLED ist ja, dass die Schwarzwerte extrem gut sind, weil die einzelnen Pixel ausgehen können. Nur die Brille ist ab Werk so eingestellt, dass das gar nicht passiert. Die Helligkeit ist so hochgeschraubt, dass selbst wenn die Brille perfektes Schwarz anzeigt, der Bildschirm einfach grau ist und damit die OLED-LEDs nicht aus sind, sondern immer noch so ein bisschen an. Und dadurch hat das Bild so gar keinen Kontrast und dadurch geht im Endeffekt der größte Vorteil von OLED verloren. Und ich zeige euch jetzt mal hier ein Foto von den Einstellungen, die ich eingestellt habe, womit es sowohl am PC als auch normale FPV-Drohnen gut aussieht. Und ihr könnt es ja selbst testen, wenn die Brille dann schwarz anzeigt, bleiben die Bildschirme so gesehen aus. Und das ist nämlich genau das, was man will, dass das OLED auch wirklich die volle Qualität so gesehen in Anspruch nimmt. Und ja, bis auf diese kleinen Kritikpunkte, die ich jetzt schon hatte, dass die Lackierung wirklich nicht gerade schön ist und das Ding jetzt hier auch gerade sogar live kaputt gegangen ist und dazu auch die Vorlage nicht wirklich passt und man deswegen eh schon so ein bisschen hin und her bewegen muss und es dann trotzdem, wie man jetzt hier sieht, nicht so hundertprozentig passt. Hier oben ist so eine Lücke und hier unten ist dann wieder zu eng. Also es ist schon ja, relativ schade, finde ich. Also sagen wir mal, wenn man die Funktion nicht wüsste, wenn ich das Ding so in der Hand hätte, würde ich niemals sagen, dass die 430 Euro kostet. Ich würde auf 200, 250 maximal tippen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr negativ. Ich bin von der Brille immer noch mega überzeugt und es war definitiv die richtige Entscheidung, diese Brille zu kaufen. Aber trotzdem muss ich ja ehrlich sein und die Qualität, zumindest optisch bei der Farbe, ja, ist einfach... Stimmt nicht überein mit dem Preis. Aber naja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt mal im Feld beim ersten Flug. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ding verhält. Geflogen bin ich damit nämlich bis jetzt noch nicht. So, und da sind wir draußen. Und wie ihr seht, ein voller Kofferraum mit allen möglichen interessanten Dingen. Aber wir sind hier wegen der Brille. Und ja, ich habe jetzt meinen Lithium-Ionen-Akku, den ich mir selbst gebaut habe, hier in die Hosentasche getan. Mit dem Adapterkabel hier angeschlossen. Und ich habe jetzt noch einen 45-Grad-Winkeladapter hier geklaut von einer anderen Brille und den hier dran gemacht. So passt das jetzt zumindest ein bisschen mehr. Und ja, das ist eigentlich ganz gut, dass die Antenne auch so groß ist. Dann ist sie so ein bisschen über dem Kopf, wenn man fliegt. Und ja, was ich auch noch gemacht habe, das, was ich ja gerade eben im Video gestern Abend hier kaputt gerissen habe, habe ich hier so ein bisschen zugenäht. Und zumindest guckt jetzt hier oben der Schaumstoff nicht wieder raus. Ich werde das, denke ich mal, nochmal richtig professioneller nähen. Aber jetzt ist es erstmal zumindest dicht. Und ja, was ich auch noch gemacht habe, die letzte Sache an der Brille, die ich jetzt gemacht habe, sieht man vielleicht, ich habe hier an den vier Ecken Isolierband gemacht. Und zwar ist das so, dass diese verschiedenen Kopfplatten mit so vier Klickverschlüssen hier und hier unten, beziehungsweise mit fünf, hier oben in der Mitte ist auch noch einer, aber mit diesen vier hier außen befestigt werden, diese verschiedenen Platten also selbst, nur dass die Öffnungen halt offen sind. Und deswegen kommt da halt Licht durch diese Clips. Und deswegen habe ich jetzt von innen hier einfach mal so ein bisschen Isolierband drüber gemacht
Und zumindest gestern Abend, als ich durchgeguckt habe, habe ich nichts mehr an Licht gesehen innerhalb der Brille. Und ich würde sagen, ich gucke jetzt mal eben rein, ob ich jetzt noch irgendwo sehe, ob irgendwo Licht reinkommt. Also jetzt ist das wirklich komplett schwarz und wie ihr seht, es ist ein sehr, sehr, sehr heller Tag. Gott sei Dank, so gut wie gar kein Wind. Scheinbar auch kein Regen in Sicht. Also ja, perfektes Wetter zum Fliegen und es ist auch noch nicht ganz so warm, es ist um die 17 Grad. Also jetzt ist es wirklich optimal. Und ja, wenn jetzt bei den Lichtbedingungen hier kein Licht reinkommt, dann kommt auch bei keinen anderen Bedingungen Licht rein. So, und dann fragt ihr euch vielleicht, was für eine Drohne wir fliegen. Und zwar fliegen wir diese Drohne, die ich für einen Zuschauer gebaut habe. Und zwar ist das im Endeffekt so, so ziemlich das Beste, was man kriegen kann. Erst recht, was die Videoübertragung angeht. Wir haben den Foxeer T-Rex Mini 1500 TVL. Und wir haben hier den TBS Unify Pro 32 HV. Also den neuen Videosender von denen, den man sogar per USB konfigurieren kann. Und ja, der Rest, das ist ein Mamba F722 Wi-Fi Stack mit 60 Ampere ESCs. Dann haben wir hier einen T-Motor F40 Pro Motoren 1950 kV. Und der Frame ist der Armaten Chameleon. Und dann haben wir natürlich hier auch Crossfire dran und auch eine TBS Antenne. Und ja, das war es im Endeffekt mit den Komponenten selbst. An Propellern habe ich jetzt hier noch die HQ Prop V2S drauf. Das sind ja die ganz, ganz neuen und die sollen wohl sehr gut sein. Und von dem, was ich gelesen habe, so ziemlich die besten Propeller, die man kriegen kann. Deswegen, da bin ich schon mal gespannt. Und als Fernsteuerung benutzen wir dann seine TBS Tango 2. Und als Akku benutzen wir diesen Tattoo Airline 1400 mAh 4.0 mit 130C. Das Ding sollte wohl richtig abgehen. Und es geht natürlich jetzt hier in diesem Video nur um die Videoqualität, aber trotzdem sollte die Drohne an sich auch ganz gut fliegen. Ist jetzt der allererste Flug dieser Drohne, sieht man ja auch, ist wirklich komplett unbenutzt. Da habe ich noch nichts dran getuned oder so, das heißt, sie kann vielleicht nicht 100% perfekt fliegen, aber zumindest haben wir so das beste Bild, was wir kriegen können. So, und ich würde sagen, verlieren wir nicht mehr Zeit. Ich schalte die Brille mal ein. So, und jetzt kann es losgehen. Ich, Idiot, hatte natürlich vergessen, das OSD zu konfigurieren. Habe ich gerade noch mal kurz gemacht. Und jetzt seht ihr ja auch schon das DVR. Und wie immer, das, was ihr jetzt seht, hat natürlich wenig damit zu tun, was ich jetzt hier gerade wirklich live in der Brille sehe. Aber ich kann euch sagen, das, was ich hier gerade live in der Brille sehe, ist mit Abstand das beste Bild, was ich jemals durch eine Brille gesehen habe. Es ist krank. Ich frage mich, wie viel besser digital noch sein soll. Ich erkenne so die ganzen Ameisen, die unten auf dem Boden rumlaufen. Also, ja, absolut krank. Aber ich würde sagen, wir starten mal und dann schauen wir mal, wie sich das Bild in der Luft verhält. Aber ich denke mal nicht, dass es allzu viel schlechter werden wird. So, und ich habe jetzt auch diese Drohne hier benutzt, da ich nicht wollte, dass die Qualität der Brille jetzt von der Drohne limitiert ist. Oh. Alles noch die originalen PIDs und Rates von Betaflight. Ja, die Rates könnten höher sein, aber fliegt sich sehr schön das Ding. Ja. Wackelt so ein bisschen hoch und runter. Aber selbst so fliegt sich schon sehr schön. Aber ihr seid ja nicht wegen der Drohne hier, sondern wegen der Brille. Und heilige Scheiße, es ist krank. Es ist wirklich krank. Das, was ich jetzt hier gerade sehe, das ist unfassbar krank von der Qualität. Das, was ihr seht, wie gesagt, ist halt nicht mal die Hälfte der Auflösung von dem, was ich jetzt hier sehe. Und auch an sich nicht die gleiche Qualität, nicht die gleiche Framerate. So, schauen wir mal, wie der Empfang ist. Wie gesagt, Crossfire ist noch nicht unter 200 gegangen, zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Mal kurz 297, hier hinten wird das Bild nicht mehr ganz so schön, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht auf, was für eine Sendeleistung der Videosender hier ist. Auf jeden Fall nicht auf der vollen. So viel steht fest, das habe ich nicht eingeschaltet, das weiß ich.
Ja, ein bisschen könnte das Ding noch an Tuning vertragen, aber das werde ich natürlich noch machen. Ich glaube, das Ampermeter ist auch nicht richtig kalibriert, weil ich bin jetzt bei 3,75 Volt und er sagt erst 130 Ampere, Milliampere-Stunden. Also ich habe leider es noch nie geschafft, eine Digitalbrille in die Hand zu bekommen und deswegen habe ich noch nie gesehen, wie digital aussieht, bis auf jetzt, bis auf Videos. Aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es viel besser wird als das hier sein. Klar wird es noch besser sein, weil es eine andere Übertragungstechnik ist. Und einfach keine analoge Videoübertragung in dem Sinne. Aber glaubt mir, das, was ich hier sehe, ist unfassbar. Die Dynamic Range ist krank. Ich sehe die Details in den Wolken und trotzdem kann ich hier hinten in den Kofferraum reingucken. Farben sind unfassbar schön. Wie gesagt, macht unbedingt diese Farbeinstellung, die ich euch am Anfang gezeigt habe, hier drauf. Sonst sieht die Brille scheiße aus. Und da hinten kommt ein Auto. Verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die eine Brille liefern mit einem OLED-Bildschirm und den einzigen Vorteil oder den größten Vorteil eines OLED-Bildschirms, also dass man perfektes Schwarz hat, weil die einzelnen Pixel ausgehen können, diesen riesigen und größten Vorteil von OLED-Bildschirmen durch die Einstellung einfach zerstören bzw. wieder wettmachen. Also keine Ahnung, warum die diese Einstellung benutzt haben. Vielleicht gefällt das einigen auch mehr, aber ich habe das so rausgefunden und zwar bin ich wirklich noch nie geflogen mit dieser Drohne. Und zwar bin ich wirklich noch nie geflogen mit der Brille, meine ich. Gut, mit der Drohne auch noch nie, aber mit der Brille bin ich noch nie geflogen. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, guckst du mal im PC. Ich habe so ein HDMI-Adapterkabel für den PC, habe dann ein paar Spiele gespielt und mir ist aufgefallen, dass die so gar keinen Kontrast hatte, die Brille. Und das, was eigentlich schwarz sein sollte, so hellgrau war. Und dann bin ich mal in die Einstellungen gegangen, Kontrasteinstellungen haben nichts gemacht. Außerdem die Farbtemperatureinstellungen machen bei der Drohne hier auch nichts. Also das ist das gleiche Problem wie bei der Skyzone Cobra. Die Farbtemperatureinstellung macht hier auch nichts. Allerdings passt das. Also das ist in Ordnung von der Farbtemperatur. Ja, und dann habe ich alle möglichen Einstellungen gemacht. Nie hat irgendwas was gebracht. Und dann war ich bei Helligkeit. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob die es falsch rum gemacht haben, aber gefühlt steuert die Helligkeit den Kontrast und der Kontrast die Helligkeit. Weil wenn man den Kontrast hoch macht, wird das Bild ganz verwaschen. Und ich bezweifle, dass die einfach Kontrast so gesehen umgedreht haben. Aber wenn man Kontrast hochschraubt, wird das Bild ganz verwaschen. Und im Endeffekt komplett ohne Kontrast. Und wenn man die Helligkeit runterschraubt, dann wird es auf einmal ganz viel von. Dann kommt auf einmal ganz viel Kontrast, aber die Helligkeit selbst geht gar nicht runter. Es fühlt sich so an, als hätten die das Bild nachträglich künstlich heller gemacht. Vielleicht ist das absichtlich so, damit man vielleicht in dunklen Szenen irgendwie mehr Details sehen kann oder so. Aber weiß nicht. Also dafür habe ich dann lieber ein schönes, sattes, buntes Bild, als dass ich, sage ich mal, 2% mehr sehen kann, wo es eh schon dunkel ist. Und die Helligkeit selbst kann man ja einstellen bei der Brille. Man kann ja einfach am rechten Rad drehen, ohne irgendwas zu machen, und dann kann man die Helligkeit hochschrauben. So, und dann komme ich jetzt hier auch mal rein. Ist zwar noch nicht komplett leer, aber Akku, aber... Das ist ein sehr teurer Akku. Und der ist neu. So, okay, minimal SSI, das ist scheißegal. Blackbox. Ja, 6,5 Minuten Flugzeit. Boah, heilige Scheiße. Also ich muss sagen, von der Brille bin ich maximal begeistert, dass... ich kann es nicht beschreiben, also ich kann es wirklich nicht beschreiben, aber das Bild, was man in der Brille sieht, das ist einfach, das ist Next Level. Also das ist wirklich komplett Next Level. Kann man gar nicht vergleichen mit irgendwas, was ich je gesehen habe. Und ich habe auch schon durch Fat Sharks und so geguckt. Ich glaube, durch eine HDO2 habe ich noch nicht geguckt, aber das hier ist
krank. Also es ist wirklich krank. Sowohl die Auflösung als auch die Qualität an sich ist unfucking fassbar. Unfassbar, wirklich. Und ja, wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum die das so eingestellt haben, weil zum Beispiel da, wo die Bäume so ein bisschen dunkler sind da hinten, da sieht man es dann auch ein bisschen dunkler. Und ich denke mal, die werden die Helligkeit absichtlich so ein bisschen künstlich hoch gemacht haben, damit man dann vielleicht mehr aus so Details sieht. Aber wie gesagt, das sieht einfach unnatürlich aus. Und nachdem ich dann die Helligkeit runtergeschraubt habe, jetzt ist schwarz wirklich schwarz. Ich habe extra bei Google schwarz eingegeben, habe dann mir ein Bild anzeigen lassen, was wirklich pures Schwarz ist. Also ich meine Farbcode 000 ist das ja dann. Komplett pures Schwarz und der ganze Bildschirm war aus. So soll es ja sein. Und so könnt ihr es auch selbst einstellen, wenn ihr jetzt nicht meine Einstellung direkt übernehmen wollt. Googelt einfach schwarz, macht das mit dem HDMI-Kabel und dann stellt das so ein, bis die Bildschirme wirklich aus sind. Weil bei OLED-Bildschirmen, wenn die perfekte Schwarz anzeigen, soll der Bildschirm aus sein und nicht hellgrau anzeigen, warum auch immer die das gemacht haben. Aber ja, ich werde jetzt hier noch mal ein paar weitere Akkus fliegen mit meinen ganzen Drohnen hier. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wieder im Studio zum Fazit und Vor- und Nachteillisten. So, und durch die Magie des Videoschnitts sind wir jetzt hier. Und genau durch die gleiche Magie ist es jetzt 2 Tage später und ich bin heute nochmal den kompletten Tag mit dieser Brille geflogen und ja, ungefähr vielleicht 10 Akkus oder sowas, ja, viele habe ich ja nicht, aber ich bin damit nochmal ganz gut geflogen und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt schon einen ganz guten Eindruck von dem Ding hier habe und ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal wie bei der Skyzone Cobra X auch zur Vorteil- und Nachteilliste und womit das von vornherein klar ist, die Nachteile sind alles sehr kleine, die man auch teilweise sogar beheben kann. Die Vorteile sind sehr, sehr, sehr groß und sehr starke Punkte. Also denkt nicht, dass nur weil ich jetzt hier ein paar Nachteile liste, dass irgendwie die Brille dadurch nicht gut ist oder so. So, also den ersten Nachteil, das Polster, finde ich etwas unschön. Also Nummer 1, dass das jetzt hier auch oben aufgegangen ist, nachdem ich nur einmal kurz dran gezogen habe. Muss vielleicht auch nicht unbedingt sein, klar, so gesehen meine Schuld, aber naja. Und die Passform ist halt nicht ganz so 100%, zumindest nicht mit dieser Platte. Und dazu kommt auch noch, dass dann hier oben so ein bisschen das Klettverschluss herausguckt und so. Dann sagen wir mal so, es sieht etwas billig aus. Das finde ich nicht ganz so toll. Das hätte man etwas eleganter lösen können. Ich glaube, mit dieser anderen Platte passt das ein bisschen besser. Aber trotzdem, ich meine, die schon beide Platten rein. Ich finde, dann sollten auch beide funktionieren. So, noch ein kleiner Nachteil ist, dass die Augen sich hier dran echt gewöhnen müssen. Das heißt, wenn man jetzt mal eben im Feld steht und jemand anderem die Brille zeigen will, gucken die da rein und sagen, ja, ich sehe nichts. Das ist halt ein bisschen blöd. Also man kann ihn nicht mal eben so anderen Leuten in die Hand drücken oder so. Man muss sich wirklich dran gewöhnen. Ich musste hier, weiß nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde reingucken, bis ich überhaupt irgendwas erkannt habe. Also das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und ja, das ist ein bisschen komisch, aber wie gesagt, nicht unbedingt schlimm. Ja, dann ist das Ding natürlich sehr teuer für analog. Also ich meine 630 Euro ohne Zoll oder ohne Versand im Endeffekt. Ich glaube sogar ohne Versand noch ein bisschen günstiger, aber sagen wir mal zwischen 400 und 500 Euro kostet die ja. Und das ist schon ein Wort. Also analog ist natürlich trotzdem noch ein bisschen teurer, wenn man die DJI-Brille für 650 kauft und nochmal pro Drohne nochmal fast 150 ausgeben muss, natürlich nochmal ein ganz anderer Preissegment, aber trotzdem ist das hier nicht wenig Geld. Ja, dann, was ich ein bisschen schade finde, dass die für dieses Geld ehrlich gesagt nicht wirklich hochwertig wirkt. Ich habe es ja schon gesagt, hier unten sind schon doch deutlich erkennbare Kratzer drin am Werk. Und ja, also die sieht auch nicht wirklich hochqualitativ aus. Ich glaube, in den anderen Farben ist das ein bisschen besser. Wie gesagt, ich werde hier mit der Farbe eh noch ein bisschen was verändern. Aber ja, also sagen wir mal so, die sieht nicht nach dem Preis aus, den sie kostet. Und das finde ich schon etwas schade, weil es ist halt ein sehr hoher Preis. Ja, und dann kommen wir mal zu 3 eher software-spezifischen Sachen und nicht unbedingt jetzt zu der Brille selbst. Und zwar finde ich es sehr schade, dass das DVR auch bei der hier nicht in der vollen Auflösung aufnimmt. Ich weiß, das machen momentan keine Brillen, bis auf die Orca. Die Orca nimmt in der vollen Auflösung mit 60 FPS auf. Und ich weiß nicht, warum die anderen Brillenhersteller es nicht schaffen. Das ist für die meisten wahrscheinlich auch relativ unwichtig. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch eure Flüge zu Hause anguckt oder wenn ihr das wie ich für YouTube-Videos benutzt, dann wäre das in der vollen Auflösung und mit 60 FPS so ein riesiger Unterschied. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es allzu schwer ist, das umzusetzen. Erst recht nicht in so einem Preisbereich. Und die kostet hier nochmal mehr als das Doppelte als die Skyzone Cobra X. Deswegen hätte ich gedacht, dass es wenigstens hier ein bisschen besser ist. Aber nein, auch hier genau das gleiche DVR. Ja, etwas schade. Dann ein Nachteil, den man schnell beheben kann. Trotzdem wird er erwähnt, dass die Einstellungen von der Brille ab Werk komplett für den Arsch sind. Also ich weiß nicht, welcher Idiot sich das ausgedacht hat, sorry, aber dass man OLED-Bildschirme hier einbaut und den größten Vorteil eines OLED-Bildschirms, dass die Schwarzwerte schwarz sind,
dann wieder kaputt macht, indem man die Helligkeit künstlich hochboostet. Also ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Klar könnte man sagen, ja, damit man vielleicht besser in die Details sieht, aber nein. Also das ist einfach Schwachsinn. Wenn da schwarz ist, ist da schwarz. Dann braucht man die Helligkeit nicht höher machen. Wenn da schwarz ist, kommen da auch keine Details zurück. Deswegen, also macht die Helligkeit runter. Ich habe euch ja die Farbeinstellung gezeigt. Ich zeige es euch auch nochmal. Benutzt die oder zumindest ähnliche. Oder ihr könnt es wie ich machen mit HDMI-Kabel am PC und dann einfach euch pures Schwarz anzeigen lassen und dann die Einstellung so einstellen, dass es natürlich aussieht und gut aussieht. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man einen OLED-Bildschirm einbaut, aber den größten Vorteil eines OLED-Bildschirms, diesen kranken Kontrast, diese satten Farben und vor allen Dingen das perfekte Schwarz dann kaputt macht, indem man die Einstellung einfach komplett, was weiß ich, was die damit gemacht haben. Und die letzte kleine Sache. Das gleiche wie bei der Skyzen Cobra X, die Farbtemperatureinstellung hier macht auch nichts. Also wenn man daran rumschraubt, egal ob bei 0 oder bei 100, die Farbtemperatur ist 1 zu 1 gleich. Also das ist etwas komisch, aber auch das ist nichts Schlimmes, weil die Farbtemperatur im Endeffekt in Ordnung ist. Ich finde es nur komisch, dass die Einstellung im Endeffekt nichts macht. Aber ja, das war es im Endeffekt auch schon mit den Nachteilen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Vorteilen. Und wie gesagt, die sind deutlich, deutlich schwerwiegender als die Nachteile. Und wo wir gerade schon bei den OLED-Bildschirmen waren, kommen wir auch wieder darauf zurück. Die Auflösung ist krank. Also die ist wirklich super. Es bringt natürlich nichts, euch das jetzt hier so zu zeigen, hier durch. Ganz ehrlich, wenn ihr irgendjemanden habt in der Nähe, der so eine hat, oder fragt mal vielleicht mal in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder in meiner Discord-Gruppe oder so, ob irgendjemand so eine Brille habt und ihr die mal ausprobieren könnt. Man kann es einfach nicht übers Video rüberbringen. Bringt einfach nichts. Solche VR-Brillen oder in dem Falle jetzt FPV-Brillen kann man nicht über Videos testen. Keine Chance. Ich kann euch aber sagen, dass das mit Abstand die beste ist, die ich je geguckt habe. Und laut anderen Reviews sogar das Bild auch etwas besser ist als das von der Fetchdark HDO2. Das heißt, hier kriegt ihr so ziemlich das Beste, was es gibt an Bild. Und nicht nur ist die Auflösung sehr gut, sondern auch die Farben, wenn man es richtig einstellt. Und Farben, Kontrast, Auflösung, mega. Also wirklich diese OLED-Bildschirme, die sind schon echt wert. Einfach absolut krank. Und was auch gut ist, ist das Blickfeld. Und zwar ist das wirklich sehr groß. Also für mich ist das so, in dieser Skyzone Cobra X ist es ein bisschen zu groß. Da sehe ich nicht alles vom Bildschirm. Aber hier, wenn ich die aufsetze, sehe ich perfekt alles. Und das Gute hieran ist, ich weiß nicht, ob es bei der Skyzone Cobra X auch geht, aber zumindest hierbei geht es, vor allem auch, weil es ein OLED-Bildschirm ist, dass man die auf ein kleineres Blickfeld einstellen kann. Dann schneidet die einfach rechts und links ein bisschen was weg, oben und unten auch. Und dann hat man einfach einen kleineren Bildschirm. Das ist echt super, wenn einem das irgendwie zu groß ist oder so. Oder wenn einem das... Wenn man das gewöhnt ist, dass der Bildschirm kleiner ist, und das Gute ist, weil es ja ein OLED-Bildschirm ist, schalten die Pixel drumherum sich aus. Das heißt, man würde nie wissen, dass die einen größeren Bildschirm hat. Lustigerweise bin ich sogar eine sehr lange Zeit mit dem Ding im 16:9 Modus geflogen, ohne zu realisieren, dass ja oben und unten noch Pixel sind. Das heißt, wenn die hier aus sind, beziehungsweise das Bild kleiner gemacht wird oder so, dann sieht man drumherum nichts, weil die Schwarzwerte komplett aus sind, wenn man die Einstellung richtig macht. Und das ist wirklich super. Also wie gesagt, man kann das noch ein bisschen kleiner machen, das Sichtfeld, wenn es einem zu groß ist. Aber eigentlich ist das Große, zumindest für mich, perfekt. So, und dann, was ich auch super finde, hier ist auch ein Modul dabei. Das ist nicht das Beste. Das Rapid Fire oder auch das TBS Fusion sind beide noch ein bisschen besser. Aber ganz ehrlich, das ist dabei. Das kostet 80 Euro separat und das ist dabei. Die Fetchark HDO2 kostet gleich viel wie diese Brille. Aber da ist das Modul nicht dabei. Deswegen, da hat man schon mal noch einen kleinen Vorteil und hier ist auch deutlich mehr Zubehör dabei. Und der Support sollte hier bei Skyzone genauso gut sein. So, noch ein kleiner Vorteil. Ist jetzt nicht unbedingt was Spezielles, aber wir haben ja noch Platz für ein zweites Modul. Das heißt, wenn man aus welchen Gründen auch immer das gleiche nochmal kaufen will, kann man es hier rein tun. Mir wäre es das ehrlich gesagt nicht wert, weil da kriegt man vielleicht 10% mehr Empfang. Aber das lohnt sich nicht wirklich, würde ich behaupten. Aber was auf jeden Fall mega ist, ist die Menüführung. Auch die, ganz ehrlich, brauche ich euch nicht zu zeigen. Das findet man innerhalb von ein paar Sekunden selber raus. Man hat hier Modus-Taste, Videoaufnehmen-Taste, Eingänge und hier kann man die Frequenz und Einstellung mit ändern. Das war's. Und mehr müsst ihr im Endeffekt nicht wissen. Das ist sehr, sehr, sehr leicht und sehr intuitiv zu bedienen. Spielt damit 3 Minuten rum und ihr habt es rausgefunden. Es ist wirklich nicht schwer. Und genau das ist super daran. Es ist intuitiv, es ist leicht und es ist schnell. Man kann schnell Einstellungen ändern. Man muss nicht irgendwie sich irgendwelche Menüs forsten oder man hat nicht 38 Tasten hier oben drauf oder so. Also es ist wirklich super. Die Menüführung ist mega. Und genauso mega sind die Möglichkeiten, das Ding mit Strom zu versorgen. Kann man auch mit einer Powerbank benutzen. Habe ich jetzt noch nicht probiert, aber sollte rein theoretisch gehen. Und man kann es einfach mit DC in, das heißt einfach mit einem 2-6S Lipo und dem dabei
gelegenen Kabel einfach anschließen und dann ist man durch. Und ich bin heute damit sehr viel durch die Gegend geflogen. Insgesamt hatte ich die Brille vielleicht 3 Stunden oder sowas an und der Akku hatte im Endeffekt immer noch Ladung über am Ende. Ich habe das mit meinem selbstgebauten 21700er Lithium-Ionen-Akku benutzt. Und ganz ehrlich, wenn man so einen Lithium-Ionen-Akku hat, so einen größeren oder meinetwegen auch jetzt hier so ein Ding an der Seite, muss man halt gucken. Aber wenn man einfach einen Flugakku hierfür benutzt, kann man die ohne jegliche Bedenken den ganzen Tag damit benutzen und braucht sich keine Gedanken über irgendwas an Akkulaufzeit oder irgendwas machen. Einfach einstecken und fertig. Noch ein kleiner Vorteil, vielleicht für einige, die gibt es in ein paar mehr Farben als einige andere Brillen. Da gibt es in diesem Grau hier, die gibt es in Schwarz, die gibt es in Weiß und in Rot. Das Einzige, was man bedenken muss, diese Lüfterabdeckung hier oben ist immer in diesem Grau. Das heißt, selbst wenn man die rote nimmt, ist die Lüfterabdeckung immer noch grau. Sieht relativ cool aus sogar, wenn das so zweifarbig ist. Nur in der grauen Farbe ist die dann halt komplett einfarbig. Und sieht, wie gesagt, finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so hochqualitativ aus. Aber naja, das kann man auch lösen mit den Farben. Ich würde mich jetzt hier niemals über eine Farbe beschweren. Vor allen Dingen, weil das, wie gesagt, die einzige war, die verfügbar war. Deswegen habe ich die jetzt gekauft. Mit dem Hintergedanken, dass ich daran eh was verändern werde an der Farbe. So, und dann noch ein etwas allgemeinerer Vorteil, dass sie natürlich deutlich kleiner ist als solche Boxbrillen. Ne? Also man kann jetzt hier, wenn man die Antennen abschraubt, oder wie ich das wahrscheinlich machen werde, wenn man die einfach nur löst und dann hier so ein bisschen zur Seite knickt, könnte man die so schon in eine relativ kompakte Tasche kriegen und kann das Band jetzt hier noch so ein bisschen zusammenfalten. Und seht ihr, dann ist die schon relativ schmal. Also falls ihr nicht viel Platz habt oder falls ihr mit dem Rucksack irgendwo wandern seid oder so, ist das wirklich super, weil man einfach nicht viel Platz braucht für eine Brille. Allerdings ist die Tasche, die dabei ist, wirklich sehr klein und da kriegt man so gerade eben die Brille ohne Antennen rein, mit Antennen, keine Chance. Da werde ich mir auf jeden Fall noch eine andere kaufen müssen, aber zumindest ist sie jetzt besser als gar nichts. Noch ein großer Vorteil ist die große Einstellbarkeit der Augen. Also man kann hier von minus 6 bis plus 6 Sehstärke einstellen. Gleichzeitig kann man von 57 bis 72 mm, meine ich, Augenabstand das einstellen, aber die ganzen Details stehen auch noch auf der Verkaufsseite. Also die Daten braucht ihr euch jetzt nicht von mir anhören, aber man kann die Augen auf jeden Fall gut darauf einstellen, beziehungsweise die Brille auf die Augen gut einstellen. Das heißt, wenn ihr in echt sonst eine Brille tragt, eine normale Sehbrille, und wenn ihr bei Sehstärke minus 6 bis plus 6 in dem Bereich seid, der ja schon sehr groß ist, könnt ihr die einfach benutzen, ohne noch irgendwelche Zusatzlinsen oder Kontaktlinsen oder irgendwas tragen zu müssen. So, dann, was ich daran mega geil finde, die ist extrem dicht, also lichtdicht. Da kommt nichts an Licht rein. Die einzigen Stellen, wo Licht reingekommen ist, ist, wie ich es ja schon beschrieben habe, an diesen 4 Stellen hier. Und zwar sind hier außen da diese kleinen, Clips, sieht man hier. Und die sind halt durchgängig und da kam das Licht halt rein, das hat man gesehen. Aber ganz ehrlich, habe ich jetzt einfach hier mit Isolierband festgeklebt, ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung. Aber so ist jetzt wirklich komplett dicht und heute war ein sehr, 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 sehr heller Tag. Zweite Sache mit der ganzen Dichtigkeit, die mega ist, dass hier 2 Platten dabei sind und dass die deswegen sehr gut passt. Mir passt diese kleinere Platte mega, also wie gesagt, die passt perfekt auf meine Gesichtsform, unfassbar gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass hier unten diese Schraube relativ so ein bisschen rausguckt aus dem Gehäuse, beziehungsweise hier halt dieser Klettverschluss, weil der nicht perfekt passt, auch ein bisschen rausguckt. Deswegen, ja, kratzt das so ein bisschen an der Nase, aber da werde ich einfach noch ein bisschen Schaumstoff oder Filz oder irgendwie sowas drauf machen, einfach damit das nicht so kratzt. Aber sonst ist die Passform unfassbar gut. Also es ist wirklich bequem, die könnte ich den ganzen Tag tragen. Gut, habe ich heute im Endeffekt ja auch. Und da drückt nichts, da wackelt nichts und da kommt noch nichts an Licht rein, also das ist wirklich super. Das Letzte an Vorteilen, obwohl es sicherlich noch einige gibt, aber das Letzte an den Vorteilen, die mir jetzt gerade eingefallen sind, dass das Kopfband, was dabei ist, wirklich verwendbar ist. Bei vielen anderen Brillen sind es da solche ganz dünnen Bänder oder so oder haben dann hier keine Halterung. Das ist so auf die maximale Länge hier eingestellt und das ist wirklich nicht lang. Man kann es natürlich noch ein bisschen stretchen, aber trotzdem. Also es ist relativ kurz, aber dafür ist es sehr breit und hat hier auch eingebaut schon so einen Platz für einen Akku. Das heißt, das ist schon mal super. Das heißt, das Kopfband muss man zumindest nicht unbedingt austauschen. Vielleicht, wenn es einem nicht gefällt, ob jetzt farblich oder wie auch immer, kann man es natürlich austauschen, aber es muss man nicht austauschen. Und das ist, finde ich, gut. Das heißt, wenn man die Brille so bekommt, kann man die erstmal bis auf die Antennen ganz normal so benutzen. Wirklich die normalen Antennen, die dabei waren, würde ich einfach nicht benutzen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand macht. Deswegen habe ich das jetzt auch mit denen hier getestet. Ja, und ich würde sagen, bevor ich zum Fazit komme, falls ihr irgendwas davon kaufen wollt, von der Brille, und mich finanziell unterstützen wollt, weil
war eine sehr große Investition. Dann könnt ihr die über den Link in der Beschreibung kaufen oder auch irgendwas anderes. Also es ist egal, was ihr kauft. Solange ihr über den Link einfach kurz da drauf klickt und dann irgendwas kauft bei Banggood oder auch bei Amazon, meine Amazon-Links sind auch unten, dann kriege ich eine kleine Kommission dafür und kostet euch nicht einen Cent mehr. Und das würde ich sehr schätzen, da das hier wirklich, wie gesagt, eine sehr teure Investition war. Und ja, noch einiges anderes an teuren Investitionen im FPV-Bereich ja, meinerseits kommen wird. Und ich denke, das wird nächste Woche kommen, nächste Woche Sonntag. Und ja, Fazit. Ich denke, für die Leute, die, sage ich mal, ein gutes Gesamtpaket haben wollen und nicht noch ein Modul kaufen wollen und dann vielleicht noch ein DVR-Modul und dann noch ein anderes Akkuband und bla 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 und die dann in den Einstellungen lange rumhampeln wollen, also Leute, die wirklich, sage ich mal, ein gutes Gesamtpaket haben wollen, aber trotzdem nicht an Leistung oder Qualität einsparen wollen und natürlich analog benutzen, ist das genau das Richtige. Wenn ihr genug Budget habt und in so einem Preisbereich seid, dann solltet ihr euch auf jeden Fall digital mal anschauen. Aber wenn ihr aus irgendeinem Grund nicht auf digital umsteigen wollt, wie ich, da ich sehr viele Drohnen habe und alle umbauen müsste und das sehr, sehr, sehr teuer ist, oder halt dann nochmal ein externes Modul an die DJI-Brille dran machen müsste, was aber dann auch wieder sehr viel Geld kostet, zudem die DJI-Brille selbst ja auch nochmal mehr kostet. Das war mein Grund, dass ich bei analog geblieben bin. Und ganz ehrlich, mit der Brille und einem richtig guten Videosender und einer richtigen guten Kamera ist das Bild auch schon krank scharf. Also da glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das von DJI viel besser sein wird. Natürlich ist es besser, ich weiß, dass es eine andere Technik ist. Leider habe ich es bis jetzt noch nicht ausprobiert, wie gesagt. Aber das Bild von der Brille hier mit einer richtig guten Kamera ist schon verdammt gut. Also das ist auf jeden Fall auf so einem Level, wo ich sagen würde, dass ich jetzt nicht mehr Bildqualität bräuchte, sondern da schon echt zufrieden bin. Das heißt, für Leute, die wirklich die beste Qualität haben wollen, trotzdem gutes Gesamtpaket für einen doch ziemlich fairen Preis, zumindest im Vergleich zu den anderen Angeboten, ist das genau das Richtige. Und wie gesagt, wenn das genau ihr seid, würde es mich freuen, wenn ihr die Brille oder irgendwas anderes, wie gesagt, über den Link in der Beschreibung kaufen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.